Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Mit dem neuen Update in Warzone bzw. mit der neuen Season in Warzone kam auch der Modus Buyback Solo wieder. Habe ich natürlich direkt gezockt, weil ich's feier. Und jemand aus dem Chat hat mir gesagt, ich solle jetzt einen Win holen. Gesagt, getan. Hier kommt die Runde. 33 Kill-Win ohne Buyback. Schaut's euch gerne an. Lasst Liebe da. Viel Spaß. Was macht er aber? Nee, der verkackt noch, oder was? Hä? Ich habe alle vorbeigehauen, was ne Botlobby, Alter. Geil. Junge, was mache ich denn hier mal mit den Snipes? Was denn los mit mir? Und meiner Nase. Nee, der war mit dem Rücken zu mir, da konnte man das jetzt nicht sagen. Anybody get time for that? Moin! Digga, was ist das aber? Wie kann man so viel Glück haben gerade, oder? Digga, wie geil, Mann! Man muss auch mal Glück haben, Chat. Das sind keine echten Spieler. Roland Butcher. Ach so. Ja!
Das ist ja schwach. Ich hab noch drei. Ah, ich glaube, die sind nicht schlecht. Also ich glaube, könnten schon sein, dass die besser sind. Scheiße, Chat. Let's go, Chat! Woo! Fuck yeah! Was? Ich spiele die K98 wie folgt. Ich spiele den Sonic Suppressor L Schalldämpfer. Jeder so wie er mag, ob mit oder ohne, für mich der beste. Natürlich nicht beim Schießen nicht auf der Karte zu sehen. Bullet Velocity geht nach oben und Damage Range geht nach oben. Dann spiele ich den Präzisionslauf. Präzisionsgewehr 762 Long Barrel. Langer Lauf. Der letzte hier, natürlich auch wieder voll auf Bullet Velocity und voll auf Damage Range. Dann habe ich den Laser, den SL Razor Hawk Laser Light. Das ist das erste. Geht Aim Walk Steadiness hoch, Sprint to Fire, also nach dem Sprinten, wie schnell man ins Visier gehen kann. Und Aim Down Side Speed, wie schnell man generell ins Visier gehen kann, falls man natürlich auf Quickscope baut und natürlich nicht ewig lange in der Visierung ist, beziehungsweise ewig lange braucht, um in die Visierung zu kommen. Dann natürlich das letzte Visier, den Range Caller V3.4 Optik. Meiner Meinung nach natürlich Oldschool, Back to the Basics. Alte K mit dem Dreieck als Visier. Jeder wie er mag, aber für mich das Nonplusultra. Dazu hohe Körnung, 7.92 High Grain Rounds, also hohe Körnung. Gerne hier Low Grain, zweite High Grain Rounds. Gibt uns noch ein bisschen Bullet Velocity und noch ein bisschen Damage Range. Ich spiele die Soperi 4.6 wie folgt. Ich nehme den SEM 3.5 Kompensator Flash Hider. Recht weit hinten, recht schwer zu finden. Bisschen auf Recoil-Kontrolle, also Rückstoßkontrolle. Dann spiele ich mit dem Zulu OP3 Light Barrel Lauf. Das ist der vierte, gibt uns auch ein bisschen Movement. Dazu den Rescue 9 Stock Shaft. Der vorletzte gibt uns natürlich auch Movement Sprint. Speed, Movement Speed, Tactical Sprint Speed und Recoil Control, also wieder Rückstoßkontrolle und ein bisschen auf Schnelligkeit so im Movement. Dann das 40 Schuss Magazin und den Unterlauf habe ich den allerersten, den XRK Edge BW4 Handstop. Gibt uns natürlich auch wieder Tempo im Visier, Tempo im Movement, Tempo im Visierung gehen und natürlich das Tempo auch, wie schnell man im Visier ist. Also alles ein bisschen auf Tempo gebaut. Könnt ihr austesten, wenn es euch Spaß macht. Zockt sie gerne. Und ja. Das war mein allererstes YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen, das Gameplay gefallen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich weiß, es ist eine Bot-Lobby gewesen. Braucht man aber auch, um solche Kills zu machen, beziehungsweise ich. Also, lasst es mich gerne wissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.